Hallöchen zu Folge Nummer 53, heute mit der Sommerpause, die wir bestreiten werden, nachdem wir die Saison beendet haben als Tabellenvierter. Gerade nochmal so glücklich mit 4 Punkten Vorsprung und man kann sagen nur 7 hinter den Bayern, also bei an so gesehen jetzt nicht so weit zurück. Trotzdem war die Saison natürlich nicht sehr gut. Hier sieht man Sieg, Niederlage, wahrscheinlich auch immer auswärts. Schauen wir uns erstmal unsere Heimbilanz an, die war ja prächtig. 5 Punkte haben wir nicht geholt. Auswärts sah es schon mal ein bisschen anders aus. Da haben wir nur 18 Punkte geholt. Ja, da sah es nicht ganz so gut aus. Punkte technisch gesehen. Da sind wir 9, 2, 3, 4. Die neuntbeste Auswärtsmannschaft gewesen. Wir hätten uns da ein bisschen nur verbessern müssen. Dann jetzt deutlich besser ausgesehen. Aber gut. Man kann sagen, zu Hause können wir so spielen, wie wir bislang gespielt haben, nur auswärts vielleicht etwas defensiv, etwas zweiter zurückgezogen, dann würde es vielleicht auch besser klappen. Und 37 Gegentreffer in 17 Spielen ist natürlich eindeutig viel zu viel. Zu Hause 9 in 17 Weltklasse, die meisten gegen Paderborn, also. Stimmt, gegen Paderborn war ja dieses krasse Spiel gegen, wo Stradivarius ja ganz gut performt hat. Wo ist das denn? Paderborn 5-2 gewonnen. Genau, Doppelpack Mamba am Ende inzwischen. Deutlich ist 5-2. Naja, gut. So, und jetzt, wo die Saison vorbei ist, will ich noch ein paar Tage abwarten, ob das jetzt mit Lukas Klostermann dann auch endgültig ist. Neres hat sich verletzt. Sechs bis acht Monate. Okay. 6 bis 8 Monate. Und dann nochmal 7 bis 9 Tage, also 2 Verletzungen, das ist ja Muskelfaserriss und ein Kreuzbandriss. Kriegen 83 Millionen Euro. Das heißt, bis zum Ende des Jahres wird er nicht da sein, und er ist der einzige Außenspieler, der links spielen kann. Das macht die Sache gerade ein bisschen kompliziert in Sachen, ob wir Hazard verkaufen wollen. Aber ich glaube, ich werde das trotzdem machen. Wir haben dann trotzdem Talismanio, können zur Not, wenn wir Hakimi haben, mit ihm recht spielen. Ich mach's einfach. Ich werde jetzt nicht deswegen auf den Abgang von Hazard verzichten. Also Robert Bojanic. Den brauchen wir nicht. So, und was ist denn jetzt endlich mit Lukas Klostermann? Das ist die Frage der Fragen. Würde mich mal interessieren. Hat Leipzig eventuell irgendwie noch ein Spiel? Muss natürlich auch geklärt werden. Das Finale im Pokal am 23. Mai. Okay, also wahrscheinlich ist noch eine Woche, die wir warten müssen. Ja gut. Aber bis dahin können wir uns ja schon mal überlegen, was wir so machen. Ich will auf jeden Fall Hakimi kaufen. Ich glaube, wir werden so um die 85 bis 90 Millionen bezahlen, wenn es klappt. Und das wäre ich auch bereit zu zahlen, bin ich ganz ehrlich. Wir kriegen 5 Millionen, sehr gut. Und ja, ich will Marco Reus verkaufen. Damit könnten wir unser Transferbudget auf dieses Niveau dann hieven, was wir brauchen, um den guten Aschraf zu verpflichten. So, gehen wir mal auf 84 Millionen hoch. So, hoffen wir mal, dass wir dann unser gewünschtes Niveau erreichen können. Zudem würde ich gerne noch versuchen, mit meinem Vorstand zu reden, ob die vielleicht noch, ich wollte gerade Gehaltsbudget oder Transferbudget erhöhen, aber habe ich ja, glaube ich, schon vor nicht allzu langer Zeit erst versucht. Somit ist das erst einmal erledigt. Jetzt gucken wir mal, was mit Hakimi ist, ob das annehmen oder auf 88 Millionen dann runtergehen. Ich denke aber mal, die werden allerhöchstens 86 Millionen Euro haben, aber diese Summe bin ich wirklich bereit zu zahlen. 88, gut. 86 Millionen und das dürfen die jetzt dann wohl annehmen bei Aschraf. Weil verletzt in der Schnittwunde, okay. Die Rehre 4 bis 6 Wochen, aber der ist dann
zur Saisonvorbereitung mehr oder weniger fit. Wir haben ja auch keine Qualifikationsspiele, also erst im August geht es dann so richtig los. Bis dahin ist er sowieso wieder an Bord mit all seiner Kraft. Wurde akzeptiert, sehr gut. Verhandlungen beginnen, Superstar, kann ich es auch so unterschreiben. Ausstiegsklausel gibt es bei mir nichts, das gibt es auch nicht. €4,83 Millionen. Okay, das hätten wir. Dann sage ich es ganz klar. Klostermann. Nein. So. Transferbudget hat es nicht erhöht. Genau. Und jetzt versuchen wir mal Marco Reus zu verkaufen und Thorgan Hazard. Piszczeks Vertrag wird nicht verlängert. Genau. Und wenn das klappt mit Aschraf, bin ich super zufrieden. Wie gesagt, der ist so ein guter Junge. Könnt ihr vielleicht auch verstehen. Ist natürlich eine hohe Summe, aber so jemanden findet man nicht häufig. Der ist so gut entwickelt und es ist ein Tor, 9 Vorlagen, 4-mal Spieler des Spiels. Bin von dem einfach überzeugt. Gibt man den noch ein bisschen Zeit, dann wird aus dem ein geiler Junge. So, ich mache mal kurz eine Aufstellung, damit ich so halbwegs sehe, wer noch da sein wird. So, jetzt versuchen wir es erstmal mit Thorgan Hazard. Gehen wir auch mal auf 24 Millionen. So. Okay. Gehe ich mal auf 20,5. Haben die akzeptiert. Perfekto. Und Marco Reus. Ist blöd, klar, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Kann man probieren. Nur auf dem Niveau ist es natürlich schwer, Vereine zu finden, die dann auch diese Summe zahlen wollen. Ganz klar. Man sieht die Besten der Besten. Ich warte mal ein paar Tage, vielleicht kommt dann gleich ein Angebot. Keine Angebote. Okay. Die Gehaltsforderungen sind wahrscheinlich zu hoch. Okay. Vielleicht, wenn ich die Ablösesumme etwas runter hiefe, dann könnten die eventuell auch bereit sein, die 31 Millionen, dann wollen die, dass ich noch so viel zahle. Uiui. Ich gehe mal auf. Bei Barcelona gehe ich mal auf 50 Millionen hoch. Akzeptabel, okay. Dann probiere ich es mal bei Paris mit 55. Das ist natürlich viel zu wenig. Nein. Probieren wir es mal mit 53. Nein. 52. Gut, 52 halt ist auch akzeptabel. Je höher die Ablösesumme, desto höher auch der Betrag, den wir in unser Transferbudget kriegen. Wird auch angenommen. Und dann noch Manchester United. Da probieren wir mal 53. Sehr gut. Dann nehme ich mal das Angebot von Barca nicht an. So. Wir werden auf jeden Fall einen kleinen Umbruch haben. Ganz klar. Wie heißt der mal? Genau, Guimarães. Guimarães. Ne, nicht der Verein. Sondern der Spieler. Bruno Guimarães. 15. Das waren ja 17,5 Millionen, die wollten. 17,25. Da meint auch jemand in den Kommentaren, absolut guter Spieler. Und das glaube ich sehr gerne. Witzel würde ich zwar gerne verkaufen, aber der ist schon. Ja, der hat was. Aber dafür können wir uns mal kurz hier um die Spieler bemühen. Toprak geben wir mal 5,5 Millionen. Und Balerdi 4,5. Ich werde wahrscheinlich nicht alle verkaufen, von denen ich es jetzt anbiete, aber man kann die ja schon mal drauflegen auf Transferfenster. Brünn Larsen. Versuchen wir mal 15 Millionen rauszukriegen. Warum denn nicht? Matteo Morey, muss man ehrlich zugeben, hier wird er zumindest keinen Durchbruch schaffen. In der Realität glaube ich schon. Da ist er natürlich ein herausragendes Talent. Das merkt man aber auch. 1 Million vielleicht, mal gucken. Marius Wolf hat 19 Millionen Euro Marktwert. Ui,
Also wenn wir so um den Dreh was rauskriegen, wäre es geil, ne? Maris Wolf, man sieht, wir haben einige Millionchen, auf denen wir so drauf sitzen. Und bei Janice gehen wir mal auf 2,5. Wahrscheinlich können wir für die Spieler so viel, dass wir gar nicht Azar zum Beispiel verkaufen müssten. So, Janice Bonis, Dynamo Dresden. Gehen wir auf 2,3. Akzeptabel, sehr gut. Ist nicht wenig. So, Leonardo Balerdi. So viel Gehalt werde ich auf jeden Fall nicht zahlen. Die haben das höchste Angebot. Dann probieren wir es mal genau mit nach Marktwert. Zu hoch, okay. Dann beim VfL Wolfsburg vielleicht 100.000 Euro drunter. Nein. 4-1. Das ist gut. Und Hannover 96 will, dass ich Gehalt zahle. Dann will ich auf jeden Fall aber auch mehr Geld haben. 4,3 Millionen. Das wird dann einigermaßen ausgleichen. Ah, hier gibt es auch noch andere Transferangebote, wie es ausschaut. Raschel haben wir schon. Marco Reus haben wir ja auch. Ne, das sind die, die bereits vorhanden waren. Vielleicht kommen ja später noch Angebote. Bin ich natürlich sogar voll überzeugt. Doch, da bin ich mal gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen so passieren wird. Also Klostermann haben wir schon mal abgelehnt. Guimarães wurde angenommen. Vielleicht will er jetzt wieder. Schlüsselspieler, okay. Das ist schon mal besser als Superstar. Wie mal. Gut, machen wir mal Schlüsselspieler. Der ist ja aber auch nicht gerade der schlechteste. Das gibt es nicht. Ausstiegsklausel natürlich auch nicht. Gehaltserhöhung bei Länderspielen, okay. Erhöht mal hier ein bisschen. Uiuiui. Gehaltserhöhung 6,39 Millionen. Hören wir mal hier. Gut, hat angenommen. Verdient ein bisschen was. Aber ist ja auch, wie gesagt, eine Granate, wie ich finde, oder? Wenn man sich das mal anguckt. Er könnte zur Not sogar als Innenverteidiger spielen. Das ist gut. In der Mitte eines Dreierzentrums könnte er spielen, okay. Und auch links auf dem Flügel, also der ist schon sehr variabel, aber es würde ihn halt gerne im Mittelfeld haben, so an der Seite von Witzel zum Beispiel. Wobei wir dann natürlich mit einem guten Brand ja auch jemanden haben auf der Position. Der aber vielleicht eher aber was für den Flügel ist, muss man auch gucken. Schwer. Ich habe halt sehr viele Spieler für viele Positionen. Muss ehrlich gesagt halt erstmal gucken, wie ich sie dann einsetzen werde, wenn alle da sind. Kamavinga habe ich schon zu häufig gelobt. Sorry dafür. Kommt nicht wieder vor. Ich freue mich so auf den neuen Song. Wenn alles so klappt, alle Transfers klappen, wie ich will, dann wird das geil. Transfers um eine Woche verschieben oder mit dem Vorstand agieren. Okay, dann Transfer um eine Woche verschieben, dann haben wir Zeit, die anderen Spieler noch abzugeben. Dann hätten wir auch ein ordentliches Transferbudget. Hakimi verletzt und Reus verletzt. 5 bis 8 Tage, 4 bis 9 Tage, gut. Also vor allen Dingen, Marcos Verletzung wird jetzt nicht die Vereine daran hindern, denke ich mal, die Angebote abzulehnen. Und wenn es schnell genug geht, dann haben wir erst also schon Anfang Juni alle Transfers hinter uns, zumindest die wichtigsten. Ihr könnt natürlich auch noch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so noch findet, was wir machen sollten. Nachwuchsfall, unterhaltsamen Fußball. Keine Spieler bei 30 verpflichten, deutsche Spieler verpflichten. Versuchen wir. Piszczek, Witzel, Reus. Gut. Piszczek wird gehen, Reus wird gehen, Witzel wollte es abgeben, aber bleibt wahrscheinlich noch. So. Um die Meisterschaft mitkämpfen. Denen gefällt es nicht. Gut. Bis auf Camavinga und Brand sind das jetzt keine wichtigen Spieler. Kader geht in Urlaub. Am 6. Juli sind die wieder da.
Oh, der wäre lange, ne? So, Bonic geht, kriegen wir schon mal 1,8 Millionen. Perfekto. Ist auch nur Länderspielreise. Jetzt müsste auch 2020 die EM sein. Ja, genau. Wir haben jetzt schön 6 Wochen Urlaub. Das ist auch schön. Gut, Trainings- und Jugendeinrichtungen werden erhöht wie 11,25 Millionen. Sehr gut. Müssen auf jeden Fall erhöht werden. Bruno Guimarães würde ich auch gerne um eine Woche verschieben. Mal abwarten, weil der ist ja nächst der wichtigste Transfer. Aber schön zu sehen, wie schnell er es entschieden hat. So, unsere Einrichtungen sind 9 von 10 noch. Ach stimmt, wenn die einmal erhöht wurden, dann haben wir schon mal perfekt. Nur Jugendtraining und die Nachwuchsrekrutierung würde ich gerne etwas erhöhen. Aber das geht ja alles peu à peu. Cool. Geht schon mit Argentinien zur Copa America. Und 2 Belgier, 1 Spanier, 2 Schweizer. Schön, gefällt mir. Paar Leute. Solange sich keiner verletzt, bin ich zufrieden. Und Mainz hat den Klassenerhalt geschafft. Der HSV durfte leider nicht aufsteigen. Schade. Schade, schade. Ich würde die Hamburger schon wieder gerne erst in der ersten Liga sehen, aber vielleicht nächstes Jahr. Wir haben ja noch einige Saisons vor uns. Hoffentlich. Ich hoffe, dass wir mindestens 5-6 Saisons schaffen, wenn nicht sogar mehr. Mal gucken. Ist aber möglich. Also 6-7 Saisons, wenn nicht sogar 7, sind höchstwahrscheinlich, wenn man regelmäßig jeden Tag ein Video hochlädt. Was ich ja geschafft habe, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, ne? Aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist gerade bei uns eine sehr heiße Transferphase. Ein großer Name, die wir da hin und her schieben. Hazard wechselt, sehr gut, kriegen wir 16,25 Millionen. Unser Transferbudget gespült und dann kommt ja noch Marco Reus unter anderem, vielleicht noch Balerdi. Damit sind wir jetzt gerade bei, ich muss mal genauer gucken. Wie ist Nelson? Nee, brauchen wir nicht. Bei 70.601, 74 Millionen Euro. Gehen wir mal auf das höchste Transferbudget, weil Gehaltsbudget brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben ja schon alle Verträge verhandelt. Gilt jetzt nur noch, die anzunehmen. Und Reus kriegt 40,5 Millionen. Perfekt. Er wechselt zu PSG für 52 Millionen. Gut. Müssen wir noch 5,57 Millionen zahlen. Für 3 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Und Balerdi kriegen wir 3 Millionen. Da ist doch jetzt einiges passiert. Macht am Ende ein Transferbudget von 118 Millionen. Geil. Also können wir beide Spieler kriegen. Hakimi und Guimarães, und dann haben wir so alles erledigt. Wir akzeptieren. Wir haben Ashraf fest verpflichtet, das ist gut. Ich glaube, zur neuen Saison könnte was werden. Ich glaube wirklich. Und ich wundere, hier unten links, das ist mein Tisch. Ich kann den schlecht abschneiden, abhacken. Jetzt habe ich jetzt einen neuen Schreibtisch, so einen Ecktisch. Meine Güte, wo ist meine Hand? Da. Ja. Neues über Manuel Ferrei. Ah, der ist in U19. Markt mit 2,2 Millionen. Aber auch kein großes Talent, deswegen an sich ja auch jemand, den man abgeben könnte. Bei Sergio Gomez. Mentalität und Technik ist gut. Die Physis ist nicht so gut. Den würde ich vielleicht noch für ein Jahr verlängern. Die Leihe verlängern, allgemein auch den Vertrag.
Machen wir mal alle Joker. Einige Jahre Ausstiegsklausel 83 Millionen. Ne, man weiß dann nie, wie der das entwickelt, ne? Deswegen. So. Und Ferrari würde ich gerne abgeben. Versuchen wir es mal mit 3 Millionen Euro. Jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen Geld. Perfekt. Jetzt noch ein Transferbudget von 39 Millionen. Selbst wenn Guimarães kommt, haben wir noch über 20 Millionen Transferbudget. Das heißt, wir hätten Hazard gar nicht abgeben müssen. Aber haben wir jetzt halt. Ist halt so. Deswegen glaube ich vielleicht, dass wir sogar Marius Wolf für ein halbes Jahr behalten. Ist ja ein ordentlicher Spieler. Kann auch auf den Flügel, auf den rechten Flügel spielen. Wobei wir haben ja auch nur Brun Larsen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall werden wir für dieses halbe Jahr jemanden finden. Also das halbe Jahr, wo Neres ausfallen wird. So, und dann noch, bevor wir es vielleicht vergessen oder einen Fehler machen, laufen Mitarbeiterverträge aus? Nein. Oh, Vertrag fällt, läuft nächste Saison aus, dann noch Ricken. Machen wir direkt jetzt schon mal. Svante Thompson, Thomas Zetzmann, Waldemar Wrobbel. Ich gucke jetzt nicht, ob das irgendwelche Leute sind, die wir abgeben wollen. Ich verlängere einfach mal und dann gucke ich mal, wie wir nächstes Jahr jemand Neues verpflichten wollen für die Position, ob die irgendwie besser sind. So, ah genau, Sorg muss es natürlich selber verlängern. Machen wir sehr gerne. Den Sportdirektor kann ich schlechter beauftragen, seinen eigenen Vertrag zu verlängern. Na komm. Ui. Also nicht, dass er hier ablehnt. Gut. 1,32 Millionen. Sogar weniger. Der ist halt ein echter Borusse, ne? So, machen wir noch zum 1. Juni und dann dürfte es von heutigen Folge gewesen sein. Wir müssen an sich ja nun auch den Zugang von Guimarães bestätigen. Nee, 1,3 Millionen sind mir deutlich zu wenig. 1,3 ist wirklich, sorry, aber wir haben schon einige geile Transfers in der neuen Saison, ne? Haaland, Eriksen, wo wir nur Handgeld, glaube ich, gezahlt haben. Also nichts so schlecht. So. Dann sage ich mal, und das war's von der heutigen Episode. Morgen geht's dann spannend weiter, wie ich finde, auf dem Transfermarkt. Wir gucken einfach mal, was wir dann noch so machen, wen wir verkaufen, etc. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Transfer. Könnt ihr gerne Feedback da lassen. Ich werde vielleicht jetzt noch eine Folge aufnehmen, aber ich kann nicht direkt darauf eingehen, aber könnt gerne darauf. Ah, genau, Moment. Bevor ich es wieder vergesse. Von Activision, also Kommentar, Kevin Rück, scouten. Machen wir jetzt. Habe ich vergessen beim letzten Mal. Jetzt will ich es nicht vergessen. Sorry. So. Und ich glaube, der hieß doch Kevin Rück. Nein, der Kommentator hieß nicht Kevin Rück. Er hat mir Kevin Rück angeboten. Moment. Ordnung muss sein. Ich habe ja gesagt, ich sage immer den Namen. Wenn ich es nicht vergesse. So. Genau, Activision M-MO. Danke für den Tipp. Diesmal scoute ich ihn endlich mal. So. Jetzt war's das. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.